So, guten Morgen, Kinders. RDLP hier und weiter geht's mit Cloudpunk. Ja, wir haben uns ein neues Hover geholt, weil das alte ja geklaut wurde. Und ja. Das hatten wir doch schon. Na, ganz toll. Nein, jetzt kann ich mir Camus seinen dummen Dialog nochmal anhören. Oh nein. Oh nein. Ja, das dachte ich mir auch gerade, als ich erfahren habe, dass ich mir den Dialog von gestern nochmal anhören muss. Ja. Und ich habe dich leider zurückgeholt, Camus. Ich bereue es. Oh Mann. Eine Verbesserung wäre es gewesen, wenn du eingeschläfert worden wärst, ey. Meine Güte, der geht mir auf die Klöten, der Typ, der Hund. Ich habe in den ersten Let's Plays noch versucht, professionell zu bleiben und meine Emotionen gegenüber Camus zu unterdrücken, aber nee, jetzt kriegt er die volle Bandbreite ab. Der regt mich nur noch auf. Meine Güte. Do you really want to know what happened? Will it make me sad? Yes. Being a car is fun, but I am excited. Oh Mann. Ich zeige euch ein bisschen die schöne Map hier. Die Map ist nämlich wirklich geil gemacht. Oh shit. I thought you would say that. Lalalala, erstmal mit dem Raumschiff herumfliegen. Why are you beeping? Ich glaube, bei Camus piept's wohl wieder hier. Kann der mal die Schnauze halten? Ich will jetzt einen neuen Auftrag. Meine Güte. Na, Gott sei Dank. Ein Navpoint, das finde ich gut. Oh, und der Kontrolltyp ruft mich auch nicht an. Das ist ja wie Weihnachten, Ostern und Chanukka zusammen. Ja, keine Ahnung. Oh, schönes Ding. Wenn Camus jetzt nochmal entführt wird und nie wiederkommt, dann bin ich richtig glücklich. So, dann ab zum Punkt. Mit meinem neuen schicken Hoverpanzer. Ich geh aus dem Weg, ey. Ich bin der King der Straße. Oh mein Gott. Aber ich habe ein stabiles Fahrzeug geholt. Das hält schon mehr aus als das alte. Benzin habe ich genug. Ist ja auch neu. Nigelnagel, neues Fahrzeug. Da kann ich erstmal ein paar Kilometer mit rumfliegen. So. Hier ist der Navpoint. Ich muss ein bisschen... Na toll. Na ganz toll. Jetzt bin ich hier mitten im Nirgendwo mit Camus. Scheißdreck tue ich. Ich verpiss mich. Erstmal flüchten. Verpiss dich, Camus. Halt die Schnauze. Ich muss jetzt mit der Polizei reden. Oh, das lese ich am liebsten. Camus ist offline. So schön. Ah, toll. Jetzt bin ich hops genommen worden. Ab in den Knast. Your vehicle will be set on an automatic course for the nearest CorpSec debriefing center. Your next of kin shall be notified. If you have any corporate connections or exacerbating finance options available, now would be the time to notify us. I've got no money and no friends here. Very well. You will now be... Toll, Rania hat das geilste Leben am Start. I've bailed you out here. Ah, Ehrenmann, er hat einfach Kaution gezahlt. Rania, die olle Schachtel, hat natürlich wieder kein Geld auf der Bank. Kann sich das nicht leisten. Wobei, sie ist ja wahrscheinlich nicht viel Kaution wert. 50 Cent vielleicht. Natürlich. Der steht auf dich, Rania. So, dann fliegen wir da mal kurz hin. Ah, ein Gefallen, ohoho. Natürlich. So, ja, könnt ihr mal aus dem Weg fliegen. Aber Ehrenmann, dass er Kaution gezahlt hat. Rania hat keine Freunde, kein Geld. Ja,
Da wäre ich aber 20 Jahre hier im Knast verschimmelt. Weshalb haben die mich überhaupt verhaften wollen? Habe ich falsch geparkt die ganze Zeit oder was? Ist mein TÜV abgelaufen? Ich weiß es nicht. Egal. Lomo vom Nachtclub, von diesem verkorksten Nachtclub, hat auf jeden Fall Kaution bezahlt. Und jetzt darf ich wieder auf die Gesellschaft losgelassen werden hier. Und bau direkt einen Unfall. Ja, Mann, so muss es aussehen. Ah, an den Nachtclub mag ich, das geht schon. Ja, das wäre es ja gewesen, hätten die mir mein Fahrzeug abgezogen, die Corpsec-Polizei da. Frisch gekauft, ich freue mich so, ja, yeah, geil, ich habe jetzt das coolste Raumschiff in der Galaxis. Und dann 2 Minuten später ziehen sie es hier ab. Naja, wenn sie Camus dann auch abgezogen hätten, dann hätte ich damit kein Problem gehabt. So. Ich bin schneller als alle anderen. Das sind alles Sonntagsfahrer hier. Die wollen sich ein bisschen die Stadt begucken und so. Aber ich will zu meinem Ziel. So, jetzt fliegen wir hier lang. Kleine Abkürzung nehmen. Nur noch 600 Meter. Der Laden läuft. Bam. So. Noch 300 Meterchen. So, gleich links abbiegen. Ja, hier muss ich lang. Oh, shit. Gleich kann ich mein Raumschiff schon mal reparieren wieder. Vielleicht bezahlt Lomo mir ja auch die Reparaturkosten. Der zahlt mir bestimmt jetzt auch meine Miete und alles. Ja, das wird mein neuer Boyfriend, also Rania zumindest. Rania, hol ihn dir, ja. Leute mit Kontakt zum Untergrund, die sollte man stets heiraten. Kann man hier parken? Ist das eine gute Idee? Ich weiß es nicht. Ah, shit. Ich drück doch eh. So. Ich park mal hier. Ich glaube, da müsste ich auch hinkommen. Ja. Ja, das wird funktionieren. So, dann will ich mal gucken, was er für einen Gefallen von mir fordert. Hoffentlich irgendwas Unanständiges, ja. Weil Rania ist noch nicht 18. Nee. Doch, wahrscheinlich ist es schon 18. Ja, wie alt schätzt ihr Rania? Ich schätze sie so auf 52. Nee, Quatsch. Ja, toll, ich komme da nicht rüber. Oder was willst du mir jetzt erzählen, Spiel? Oh, Mann. Kann ich doch nochmal ins Raumschiff? Ja, was ist nun? Rania, häng doch nicht die ganze Zeit am Baum fest. Das nehme ich erstmal mit. Kaputte Augments, ja. Geil. Kann ich bei eBay verscherbeln für 10 Cent? Was kann man sich für 10 Cent kaufen? Ja, Center Shock. Geil. Ah, das nehmen wir auch mit. Das ist wieder so eine Lochkarte. Was auch immer das sein soll. Ich habe keine Ahnung. Ich mache einfach die Story. Ich hasse es aber auch in Spielen, sowas zu sammeln. Also ich kann verstehen, wenn Spieler so geiles Spiel für sich entdecken und dann alles von dem Spiel mitnehmen wollen. Aber nee, sammeln und so, das ist absolut nicht so geil. Ja, das ist, glaube ich, liegt an der Evolution, ja. Kerle, die wollen jagen und spielen und Frauen, die wollen sammeln, ja. Nee, Quatsch. Oh Mann. So, ja, wo muss ich denn hin? Wo ist denn hier noch ein Parkplatz? Da hinten. Oh, scheiße, ey, mein Raumschiff geht gleich hops. Nur weil Rania nicht fahren kann. Ja, ist ja auch viel naheliegender, hier zu parken, als statt da hinten. Hab bestimmt auf dem Behindertenparkplatz geparkt gerade. Kein Wunder, dass ich da nicht in den Nachtclub komme. Von da aus, ja, das hier ist nämlich der Nachtclub-Parkplatz. Emilia I.O. Ah ja, geiler Name, Bro. You met him yet? Wen? Who do you mean? Rubrik. Nein, habe ich nicht. We're not best friends. Why? Ach, leck mich doch. Ah, okay. Ist ja interessant gewesen. Ja, den Rubrik, den lerne ich bestimmt noch kennen. Ist mir auch wurscht, ob ich den kennenlerne oder nicht. So, hier ist ein Verkäufer. Ich kaufe jetzt aber nichts. Wieso bekommt diese Tusse da so einen geilen Namen und er heißt einfach Verkäufer? Big Narco! Oh mein Gott. Erstmal was ballern. So, ich brauche ja wieder diese Juice wahrscheinlich. So, habe ich das jetzt, das Juice? Ja, Mann. Weil ich glaube, ich muss den Typen wieder bestechen. You brought me more juice?
No, Lomo is no juice, no jazz. Ja, siehste. I'm not here for the jazz. Siehste, ich hab Juice gekauft. Ich wusste es. Does Lomo know you're dealing at the door? I'm not dealing. Just go in and keep your mouth shut. Er konsumiert doch nur. Ja toll, jetzt habe ich diesen Juice. Ja, erstmal taken. Konsumieren. Geil. Warte, ich will noch mehr ballern. Wo ist Big Narco? Big Narco, ich brauche noch mehr zum Ballern. Juice ist ja voll langweilig. Oh Mann, ich will mit Big Narco reden. Geh weg, Camus. Ja, merke ich nichts, sondern dass du ruhig bist. Du laberst mich die ganze Zeit voll. Ja, geht doch. So, Big Narco, ich brauche was. Bin schon wieder nüchtern. Ja, ich habe doch gerade mit dir gesprochen. Ach, wir nehmen jetzt alles durcheinander. Ah, ich habe nicht so viel Geld. Oh nein. Oh nein, ich habe mein ganzes Geld verbeselt. Oh nein. Oh nein, oh scheiße. Geil, jetzt habe ich 2 gekauft. Das ist nicht mal eine Droge, willst du mich verarschen? Doch, hier ist die Droge. Geil. Oh geil, jetzt bin ich voll drauf. Ist ja geil. Ja Mann, so ist das Leben, so muss es aussehen. Bam. Ja, wir können ja auch nicht nüchtern mit so einem dubiosen Mafioso von einem Nachtclub reden. Der nimmt uns ja gar nicht ernst, weil wir hier nicht vollkommen zugekokst ankommen. So. Ja, Mann. What's going on, Lomo? How did I get away from CorpSec? Why is more relevant to your current situation? You hacked CorpSec? Nein, er hat Kaution gestellt. Achso, ja, gehackt. CorpSec nets are way above the hard lines we can access down here. This might not be obvious when you look at your surroundings, but I'm a man with significant resources, Rainier. Dein Nachtclub sieht trotzdem aus wie ein Haufen Scheiße. Cycles from high-level mainframes to get work done when needed. Though even I had enough second thoughts. Will er mich gerade beeindrucken? Ja, das kennt man in der Disco. Ey, Girl, ich habe so krasse Computer, ich kann mich überall reinhacken. Ja, das beeindruckt die Girls auf jeden Fall. Ah, hier ist Rubrik. Siehste. Rubrik will even be helping with the favor I mentioned. Do you remember the favor? What do you want? I need someone I can trust to take a package through a null gate. Also ich, mir kann man absolut vertrauen, wenn der Preis stimmt. Null gate scan a vehicle at the molecular level. That's the point. You can't smuggle anything through. You have the shape of the problem in your mind, but you don't see the details. Der hat ja eine geile Stimme. Null gate can't be fooled, but the person operating it can. You don't need to know the technicalities, Rania. Suffice it to say, there are patterns which bring us to a higher state of consciousness. But there are also patterns which in. Soll ich den jetzt abfüllen gehen, den Typen, der das überwacht oder was? Einmal mit dem durch die Kneipe, 20 Bier trinken. Ja, das klingt doch noch ein Plan, dann können wir schmuggeln. Ah, na, Hypnose geht natürlich auch. Aber ich bevorzuge immer noch die 20 Bier-Taktik. I must be honest, Rania. The chances of you making it through are not 100%. Ah, toll. What percent are they? 2. Ja, das reicht mir. RDLP, der pusht das nur nach oben. Für jeden anderen sind das 42%. Für RDLP sind die Erfolgsaussichten immer 420%, ja. A clean slate is tempting, no? And if I walk out of here? Oh. Of course, I will completely understand. It is risky, I admit. But we will keep your vehicle, scrap it for parts. You see, CorpSec are looking for it anyway. And though we won't tell CorpSec where to look for you, I'm afraid they won't struggle to find you. Your offense is not severe enough to send you to the colonies. But you won't. Ach, wieso sollten die Rania suchen? So wichtig ist sie nun auch nicht.
Das ist ein kleiner Goldfisch in einem kriminellen Meer. Claude, your entrepreneurial spirit. But while you are looking for gainful employment, how long until the Dead Corp find you? How do you know about? Fine, I'll do it. Ja, der war sicher mal bei CorpSec. Das war mal so ein Agent bestimmt. They don't tell you what's in the package at Cloudpunk, do they? I'll tell you though, if you ask. What am I delivering? You're delivering hope, Rania. That package contains a potential. Ja, Junge, geht der Dialog jetzt wieder 10 Minuten oder was? That's a computer virus, right? Oh Mann. I've said all I can say. Get running, little rabbit. Ah, der Dialog ist vorbei. Geil. Ich habe jetzt nicht mehr zugehört, aber ich muss jetzt irgendein Nulltor passieren. Das machen wir auch noch in diesem Video. Ja, ich bin heiß, ich will schmuggeln. Das wird geil. Erstmal den Club verlassen. So. Und ich hoffe, der zahlt mir gutes Geld, weil dann kann ich mir endlich wieder bei Big Narco was gönnen, ja. So geht's ja nicht, dass ich hier nüchtern rumstolziere durchs Weltall. Also wenn du schon im Weltall bist, dann willst du auch dicht sein. Anders kommst du ja gar nicht darauf klar. Dieser ganze Regen, ja, heul nicht rum. Dann geh doch an die Karibik, wenn du schönes Wetter willst. Meine Güte. So, mein Raumschiff stand irgendwo hier, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Lalalala. Und ich habe mich falsch erinnert. Na, ganz toll. Nee, habe ich nicht. Ich habe gerade auf den grünen Punkt geguckt, aber das ist ja nicht der Punkt von meinem Raumschiff. Mein Raumschiff ist ja rot. So. Gut, dann gehe ich mal los jetzt. Das wird schon gut gehen. Ja, ich bin da optimistisch. Oh Gott. Oh Gott, verpiss dich, ey. Ich bin niemals nervös im Leben. Du passt überhaupt nicht zu mir, du Chemis. Oh Gott, ey. Das wird schon alles gut gehen, ey. Das geht aus der Leitung. Junge, ich... Nervöse Menschen, ey. Oder nervöse Hunde, ey. Regen mich richtig auf. Für mich ist das Glas immer komplett voll. Zwar voll scheiße, aber es ist voll. Ja, und für Camus ist das Glas immer leer. Ja. Ja, wahrscheinlich. Wenn er mir mit seinen wahrscheinlich wird er mehr Gefallen einfordern, aber wenn er mir dadurch viel Knete gibt, Camus, dann bin ich gern bereit, ein bisschen Risiko zu gehen. Guck mal, wir haben 200 Geld. Ja, Big Narco hat Wucherpreise. Wie soll ich denn meine Juice bezahlen, ey? Sometimes you can say something clever, but it doesn't make things better. Do you understand? No. It's fine. Let's just get through the null gate, then we'll see what happens. Genau. Lass einfach machen. Camus ist auch so eine richtige Pussy. Das ist auch so einer, der früher mit 17 in den Club wollte, obwohl er noch nicht 18 ist und dann... Oh nein, ich kann noch nicht den, die Eintrittsbescheinigung oder die Aufpasserbescheinigung oder wie das da hieß, mein Gott, ist so lange her, fälschen, ja, das muss von meinen Eltern unterzeichnet sein. So einer ist Camus. Finde eine Werkstatt, ey, du Schwanz, ey, ich finde hier jetzt gar nichts. Ich komme auch so durch das Nulltor, so. Erstmal $50 bekommen. CorpSec Officer, ich fliege da jetzt einfach durch, die können mich mal, ne, toll. So, dann muss ich hier parken und den bestechen wahrscheinlich. Bloß, ich habe ja kein Geld. Ich habe 415. Ich glaube, der will wohl eher das 20-fache, um das Tor zu öffnen. Aber Dings hat ihn ja hypnotisiert. Und ich habe auch 20 Bier im Gepäck. Falls die Hypnose nichts gebracht hat, fülle ich ihn ab. I'd like to come through. You know, this road leads to the Hollows. Yeah, of course. Well, you're gonna have to give me a good reason for coming through here. What's your business? Schmuggeln. Meeting a friend. Na, toller Grund. What's your name? Banks. Rob Banks. Why does Rob Banks live in the Hollows? He doesn't live in the Hollows. We're just meeting there. Why would you choose to meet in the Hollows? Das ist echt dämlich. We're musicians. Practice space is expensive. So, we go out into the wasteland where we can play without disturbing anyone. Na ja. What do you play? Flute. It's right here, see? Hmm. I've never seen one for real. It looks expensive.
So can I go through, or? Ah, kann ich jetzt durch? Ich will Flöte spielen. Well, I guess it should be fine. I'll tell the Nullgate operator to ignore the flute when we scan you. You know trade into and out of the hollows is forbidden, right? We'll let you off with the instrument, but you can't take anything else in there. Natürlich. No contraband? Ich doch nicht, Schmuggelware. Ich doch nicht. Okay. Ah, geiles Ding. No one does. He's fictional. Which instrument does he play? Oh mein Gott. Camus, bist du völlig Banane? Oh, ich hasse diesen Hund. Please stay for a moment, miss. We need to talk with you. Na toll. Ja, wegen dir, Camus. Du musst ja rausposaunen, dass wir den nicht kennen. I have Senior Sector Officer Rio on my comm. He says you went through a security checkpoint earlier today. He wants to know why you're traveling around the city so much. Sightseeing, kennst du das nicht? Look, miss, I just worked the gates. But I have to tell you that attitude won't go down well with Officer Rio. Best just be upfront and tell us. Do you work for an illicit memchip manufacturer? Street racing team? An underworld gang named Block 4O or a delivery company like Cloudpunk? Verarsch ich nicht, nein, ich bin nur ein einfacher Handwerker. Und es sind momentan viele Rohre kaputt in der Gegend. Ich muss die Waschbecken reparieren. One moment, please. Yes, sir. Yes, private concerts. She has a flute. Yes, I saw it. I'm about to check the scans. Wow, also mit einer Flöte kommst du überall durch, dann kaufe ich mir auch erstmal eine. I know it's my responsibility. All right, sir. Erstmal ins Weiße Haus gehen. Ja, ja, hier, ich habe eine Flöte. Ah, okay, er darf rein. Ja, eh klar. Kann ich jetzt bitte da rein? Ey, der Dialog dauert schon wieder 20 Minuten. I'm just gonna check the scan. Then you're clear to go. Officer? I'm just going to check the scan. Then you're clear to go. Camus, I think Rubrik's plan worked. What is wrong with him? I don't know. Let's go. Ja, echt. Lass verpissen. So, ich muss das noch abliefern in diesem Video. Das geht nicht anders. Ja, das ist eine Mission. So, ich kann jetzt endlich durch dieses lilane Zeug hier. Geiles Ding. Lalalala. Wo ist es denn? Do you think the Corpsec man will be okay? I don't know, Camus. They said the effects would be temporary. Ach, so, das war die Hypnose. Lomo said it's a cure. Oh mein Gott, Camus, der redet und redet und redet. Der kann nicht einmal die Schnauze halten. Wieso antwortet Rania ihm auch immer? Kann die nicht einfach sagen, Camus, Schnauze, ich liefere ihr Pakete aus? Oh mein Gott, ey, das ist wirklich eine Einöde hier. Digga. Lalalala, ich fliege hier durch die Einöde. Mein Hover ist kaputt. Schönes Ding, schönes Ding. So. Da unten muss ich hin. The delivery point is up ahead. Oh no, I can't get through. Na toll. It's fine, Camus. I'll walk from here. Na toll, das höre ich doch gerne. Erstmal ein Fußmarsch. Klasse. Mein Gott, kann ich jetzt endlich das dumme Paket abliefern? Tritratrolala, tritratrolala. Ja, komm jetzt. Ab ums Auto, Rania. Wir haben hier einen Job zu erledigen, ja. Der zieht sich echt schon lange hin. So. Da ist es. Hier muss das hin. Geiles Ding. I put the package in this old delivery tube thing. Okay. Where does it go? 300 Geld. Geil. What did I just say about questions and answers? Na toll, jetzt komm ich nicht durch, ey. I don't know. It locked after you left. There is a terminal. Na, ist ja ganz toll. It says you need a parking pass card from reception. Do you have one? This must have been a parking garage a long time ago, before it became ruined. Na toll, jetzt verschimmel ich hier den Rest meines Lebens. Zum Glück habe ich ein Feuer, kann ich mir ein paar Marshmallows braten. I'll just check out the ruins. It's deserted. Maybe I'll find the machine that. Geil, jetzt wird das Spiel zu Lara Croft erstmal Ruinen durchsuchen. Let's try not to make any more trouble today if we can avoid it. Okay. I will wait here. Ah,
Geil. So, dann wär's das für dieses Video. Dann muss ich im nächsten Video aus dieser Pampa rauskommen. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Ich hoffe, Camus hilft mir dabei nicht, weil sonst labert er mich wieder voll. So, bis dann, RDLB.